Ich habe hier eine Vierfeldertafel und zwar habe ich, also anwesend waren nur 19 Jungs, Mädchen, also 12 Jungs, 7 Mädchen. R bedeutet mit dem Radl da. Also 4 Jungs mit Radl da und 8 Jungs ohne Radl da, ein Mädchen mit Radl an der Schule, 6 ohne Radl. Jetzt werden wir alle so weg machen. Und das ist hier das Schwarze, das ist die absolute Häufigkeit, also die Zahl, ja, 4, 4 waren es eben. Und grün, nennen wir relative Häufigkeit, das sind Brüche, also 4 Jungs mit Radl, das sind 4 Neunzehntel, weil es 19 insgesamt sind. Ein Neunzehntel Mädchen mit Rad, okay? Und das kann ich jetzt als ein Neunzehntel schreiben oder als 0,05 oder als 5%. Alles gleiche, ist alles relative Häufigkeit. Okay, und jetzt was Neues. Und zwar, wenn ich jetzt nur die Jungs anschaue, wie viel von den Jungs, also welcher Anteil von den Jungs ist mit dem Rad gekommen? Das heißt, jetzt bin ich, also nur, ich schaue nur die Jungs an. Hier bin ich, 4 mit Rad, 8 ohne Rad, ne, 12 insgesamt, 12 Jungs. Und dann habe ich eben diesen Bruch, 4 Zwölftel. Also 4 Zwölftel. Hier stand 4 Neunzehntel, also 4 von der ganzen Klasse sind Jungs mit Rad. Aber 4 Zwölftel sind eben, wenn ich nur die Jungs anschaue, mit dem Rad, also 33%. Und das ist eben hier so der neue Stoff. Das ist, darum geht's, ja, dass man da mal ein bisschen genauer liest. Ja, so. Und da habe ich jetzt Anteil der Mädchen mit dem Rad, das sind also nur die Mädchen anschauen. Ja, und dann habe ich eben hier, da bin ich, ja, 7 Mädchen, eins davon mit Rad, ein Siebtel und das ist das, was wir hier haben. Ein Siebtel, 14%. Gut.